Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Gesunde Kokosmilch und Kokossahne ohne Zusatzstoffe und von Bioqualität sind relativ teuer zu erstehen, wenn man sie im Laden kauft oder online bestellt. Wenn man diese köstlichen und gesunden Produkte so oft wie ich benutzt, könnte einem das teuer zu stehen kommen. Zwar bin ich bereit, für meine Gesundheit auch tiefer in die Tasche zu greifen, wenn dies notwendig ist. Was aber die Kokosmilch und die Kokossahne betrifft, so muss dies nicht sein, denn es geht auch anders. Und zwar kann man sich die eigene gesunde Kokossahne, hier in diesem Fall, und die Kokosmilch selber zu Hause herstellen. Und zwar benötigt man dazu lediglich günstig zu erstehende Kokosraspeln und idealerweise selbst destilliertes Wasser, damit das Produkt wirklich rein und gesund sein wird. Wer aber noch kein eigenes Destilliergerät zu Hause hat, der kann auch ganz einfach normales Wasser verwenden. Abgesehen von diesen zwei Zutaten benötigt man allerdings einen sehr guten Hochleistungsmixer. Der Vitamix ist zum Beispiel einer der besten Hochleistungsmixer, die es gibt. Den kann ich empfehlen. Aber es gibt sicher auch noch andere Hochleistungsmixer mit sehr starkem Motor. Solch eine einmalige Anschaffung würde sich schon lohnen, denn einen guten Hochleistungsmixer benötigt man immer wieder für viele Rezepte. Wir fangen damit an, jetzt diese Bio-Kokosraspeln, die könnte man in großen Mengen relativ günstig bestellen. Die geben wir in eine Schüssel und zwar werden wir das Verhältnis 1 zu 3 hier benutzen, also ein Glas Kokosraspeln und 3 Gläser destilliertes reines Wasser. Also selber destilliertes Wasser natürlich, nicht das Wasser vom Baumarkt. Das möchte ich immer wieder betonen, dass manche Menschen, die das noch nicht kennen, verwechseln das. Also die 3 Gläser von dem destillierten Wasser werden dann erhitzt, also zum Kochen gebracht. Das war also mein erster Versuch, aus Kokosraspeln Kokosmilch zu erzeugen, indem ich eben das Wasser zum Kochen gebracht habe und damit dann die Kokosraspeln eingeweicht habe. Das heißt, sobald das Wasser kocht, wird das dann zu den Kokosraspeln hinzugegeben und dann werden die darin 1, 2, 3 Stunden eingeweicht, bis das Wasser abgekühlt ist. Das kochende Wasser wird also mit den Kokosraspeln hier gut vermischt, einmal kurz umgerührt und dann lassen wir diese Mixtur jetzt ein paar Stunden lang stehen, bis das eben ausgekühlt ist und sobald das Wasser eben nicht mehr heiß ist, geben wir dann diese Mischung in einen Hochleistungsmixer und verrühren das Ganze. Und wie gesagt, der Vitamix eignet sich eben am besten dafür. 2 bis 3 Minuten auf höchster Stufe wird das püriert und schon ist die Kokosmilch fertig. Das war, wie gesagt, mein erster Versuch, die Kokosmilch selber herzustellen. Allerdings hat die natürlich den Nachteil, dass man trotzdem immer noch kleine Stückchen in der Milch vorfindet. Man könnte diese Milch jetzt durch ein Tuch sieben, dann hätte man eben Kokosmilch ohne diese Stückchen, aber dann wäre diese Kokosmilch eben nicht so hochwertig, weil ja dann ein Teil der Kokosnuss fehlt. Und das ist nicht so ideal, denn wir wollen ja alles von der gesunden Kokosnuss verwenden. Deshalb zeige ich euch jetzt die zweite Methode und das ist die wirklich erfolgreiche und nachzuahmende Methode, indem wir jetzt ein großes Glas der Bio-Kokosraspeln in diesen Hochleistungsmixer geben und den mit dem Stampfer zu Kokosmus pürieren. Und zwar stampft man dann und püriert man dann so lange, bis eben dieses Kokosmus daraus entsteht. Da muss man ein bisschen geduldig sein und immer weiter stampfen. Am Ende wird das immer weniger. Man sieht am Ende, dass nur noch so ein ganz kleines bisschen von den Kokosraspeln übrig ist. Und dann sehen wir auch schon hier das pürierte Kokosmus. Die trockenen Kokosraspeln haben sich also jetzt zu einem flüssigen Kokosmus verwandelt. Subhanallah. Und dieses Kokosmus ist eben jetzt die Grundlage für unsere Kokosmilch, die Kokossahne oder auch für Kokosjoghurt. In diesem Fall habe ich jetzt Kokosjoghurt daraus hergestellt. Wir sehen hier wieder mein destilliertes Wasser, welches ich durch die Schungitsteine belebe, die ich immer in die Glaskanne gebe. Für diejenigen, die schon ein Destilliergerät haben, kann ich mein Video hier oben nochmal verlinken, dazu wie man dieses Wasser dann belebt und vitalisiert. Für den Kokosjoghurt habe ich hier jetzt die 1,5-fache Menge Wasser genommen und die zu diesem Kokosmus hinzugegeben. Außerdem noch einen Löffel von dem Sonnenblumenlecithin, der dient als Emulgator, aber der ist nicht unbedingt notwendig, aber der hat auch eben gesundheitliche Vorteile, deswegen gebe ich den immer zu meinem Joghurt dazu. Ein Löffel von dem Sonnenblumenlecithin reicht da und dann kommt ein Päckchen eben von dem Joghurtferment hinzu. Das ist das gleiche, also ein sehr günstig zu erstehendes Joghurtferment, was ich auch schon vorher in meinen anderen Videos zu Kokosjoghurt benutzt habe. Ich werde euch meine Videos dazu noch hier oben verlinken. Damals hatte ich meinen Kokosjoghurt aus gekaufter Kokosmilch hergestellt oder aus der ganzen grünen Kokosnuss.
Aber wie gesagt, das sind eben kostspielige Geschichten, die wir hier jetzt vermeiden. Und hier sehen wir jetzt das Ergebnis und jetzt wird es einfach in drei verschiedene Gläser hier gefüllt, die mit dem Deckel dann zugeschraubt werden und dann kommen diese Gläser an einen warmen Ort. Drei Gläser waren eigentlich zu viel für diese kleine Menge, deshalb habe ich die dann jetzt nochmal auf zwei Gläser aufgeteilt, mit dem Deckel zugeschraubt und ich stelle meinen Joghurt immer in den Abstellraum, wo ich auch mein Destilliergerät stehen habe und stelle die dann immer neben das Destilliergerät, denn dort ist es immer schön warm. Und es ist eben auch dunkel, so muss man sie also gar nicht zudecken, denn im Abstellraum ist das Licht ja meistens aus. In diesem Fall hatte ich dann den Joghurt nur 12 Stunden stehen gelassen. Besser wäre es, wenn man ihn 24 Stunden dort stehen lässt, dann wird er hinterher eben schneller fest. Aber wenn man ihn etwas cremiger haben möchte, kann man ihn auch nach 12 Stunden herausholen und dann einmal umrühren. Wir sehen, der ist noch ganz flüssig, aber das wird sich bald ändern, sobald er dann in den Kühlschrank kommt. Je länger er dort steht, umso fester wird er dann. Ich hatte ihn hier in diesem Fall auch nur über Nacht dort stehen gehabt, also auch nur 12 Stunden und habe ihn dann schon als Joghurt benutzt. Deshalb hatte er hier auch eine relativ cremige, aber auch noch teilweise flüssige Konsistenz. Wenn man ihn länger stehen lassen würde im Kühlschrank, dann wird er ganz fest werden, also richtig stichfest. Deshalb kann man das jetzt steuern, wie man möchte. Wenn man einen stichfesten Joghurt haben möchte, lässt man einfach den Joghurt länger im Kühlschrank stehen. Und wenn man einen cremigen, etwas weicheren Joghurt haben möchte, wie hier, dann nimmt man ihn schon nach 12 Stunden heraus. Ja, dann kann man das Ganze hier jetzt mit gefrorenen Himbeeren zum Beispiel garnieren, mit frisch gemahlenem, selbst gemahlenem Zimt. Der ist auch sehr gesund. Dann könnte man auch noch gepuderten Xylit drüber streuen, wenn man ihn etwas süßer haben möchte. Auf diese Weise selbst hergestellter Joghurt ist eben um einiges gesünder als jetzt der Joghurt, den man im Geschäft kaufen würde. Denn der selbst hergestellte Kokosjoghurt ist voller gesunder Milchsäurebakterien, also ein natürliches Probiotikum, was die Darmflora unterstützt und wieder aufbaut. Und das ist sehr wichtig für unsere Gesundheit, denn 80% unseres Immunsystems sitzt im Darm. Wenn daher der Darm kaputt ist, wird unsere Gesundheit stark darunter leiden, weshalb es sehr notwendig ist für unsere Gesundheit, dass wir unsere Darmflora regelmäßig aufbauen. Hier sehen wir jetzt nochmal wieder den Joghurt zu einer anderen Zeit, wo ich ihn einfach länger im Kühlschrank habe stehen lassen und da sehen wir, wie stichfest der Joghurt in diesem Fall ist. Ich benutze diesen Joghurt auch jeden Tag für meinen Salat. Ich gebe den einfach jeden Tag da rein, damit ich auf diese Weise immer an meine gesunden Probiotika komme. Und da ich den Joghurt ja auf diese Weise jetzt so günstig selber herstellen kann, kann ich ihn mir einfach regelmäßig zubereiten und ihn täglich in meinen gesunden Salat geben, in den ich abgesehen davon täglich auch mein fermentiertes Gemüse hineingebe, um auf diese Weise dafür zu sorgen, dass die gesunden Darmbakterien im Darm sich kontinuierlich vermehren. Als nächstes zeige ich euch jetzt, wie man Kokossahne herstellt, indem wir wieder Bio-Kokosraspeln in den Hochleistungsmixer geben und diese wieder wie vorher eben zu Kokosmus verarbeiten mit dem Stampfer. Das Kokosmus ist wie gesagt jetzt immer die Basis sowohl für selbstgemachten Kokosjoghurt als auch für Kokosmilch und Kokossahne. Der Unterschied zwischen Kokossahne und Kokosmilch ist dann der, dass bei der Kokossahne geben wir genau die gleiche Menge Wasser wie Kokosraspeln in den Mixer. Natürlich warten wir erst, bis die Kokosraspeln hier zu Kokosmus verarbeitet werden und dann kommt einfach die gleiche Menge Wasser hinzu. Dadurch wird das Ganze zu einer Kokossahne, also zu einer sehr dickflüssigen Kokossahne, die wir dann zum Beispiel zum Kochen benutzen könnten oder für andere Verwendungen, je nachdem, wo man eben gerne dickflüssige Kokossahne benötigt. Dann wird einfach wieder alles gründlich nochmal durchpüriert auf ganz hoher Stufe für 1 bis 2 Minuten und damit ist dann hier die Sahne auch schon fertig. Eine herrliche, dickflüssige Kokossahne, die herrlich nach Kokosnuss riecht und köstlich schmeckt und die kann man wunderbar zum Kochen zum Beispiel verwenden. Um Kokosmilch daraus herzustellen, könnte man diese einfach wieder verdünnen mit Wasser. Man kann sie aber auch gleich zur Kokosmilch herstellen, das zeige ich euch gleich. Die Kokosnuss und ihre Produkte ist einfach eine überaus gesunde Frucht, denn ob Demenz, Diabetes, Übergewicht, Pilzinfektion oder sogar Krebs, die Kokosnuss hilft uns all diesen Problemen wirksam Paroli zu bieten. Das Kokosöl ist zum Beispiel reich an mittelkettigen Fettsäuren und diese sind sehr leicht verdaulich. Ohne die Mitarbeit der Gallensäuren können sie verdaut werden, sie sind wasserlöslich und gelangen daher ohne Umschweife über die Blutbahn in die Leber.
Dort werden sie dann, und das ist gleich der nächste Vorteil, vom Körper sehr gerne zur Energiegewinnung genutzt und weniger gern in die Fettdepots eingelagert, weshalb sie auch beim Abnehmen helfen. Hier stellen wir jetzt die Kokosmilch her, indem wir die doppelte Menge Wasser zu dem Kokosmus hinzugeben und jetzt alles wieder gründlich durchpürieren. Und schon erhalten wir eine herrliche Kokosmilch. Die könnte man sogar in großen Mengen herstellen und dann einfach portionsweise einfrieren. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man gibt sie gleich in ein ganz großes Glas und benutzt dieses dann täglich. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn man sich täglich eine köstliche, gesunde, goldene Milch herstellen. Mein Video zur goldenen Milch, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Da zeige ich euch dann auch, wie man diese Kurkuma-Paste herstellt, mit der man dann ganz schnell und einfach sich täglich eine goldene Milch herstellen kann. Und dazu benötigt man dann in diesem Fall zum Beispiel einfach diese leckere, selbstgemachte Kokosmilch, die man sich vorher kurz erwärmt. Wie gesund die goldene Milch ist, das werdet ihr in dem Video auch erfahren. Und noch gesünder ist sie eben, wenn sie mit selbstgemachter Kokosmilch hergestellt wird. Diese Kombination mit Kokosmilch ist nicht nur die gesündeste, sondern auch die leckerste, wie ich finde. Mashallah. Wenn man aber nicht jeden Tag die Kokosmilch benutzt, dann kann man sie, wie gesagt, auch portionsweise einfrieren, indem man sie auf einmal in großen Mengen herstellt und dann diese in mehrere kleine Gläser abfüllt, sie beschriftet und dann einfach alle einfriert. Dann hat man immer eine Kokosmilch zur Hand, wenn man sie gerade benötigt. Ob zum Kochen, für die goldene Milch, für Kokosjoghurt oder für was immer man sie benötigt. Die mittelkettigen Fettsäuren des Kokosöls wirken übrigens auch antimikrobiell, antiviral und antimykotisch. Und das Interessante ist, dass deren Monoglyceride, wie zum Beispiel das Monolaurin, auf nützliche Darmbakterien keine schädliche Wirkung haben, sondern nur auf potenziell krankheitserregende Mikroorganismen. Subhanallah. Ferner ist Kokosöl äußerst hilfreich dabei, die Risikofaktoren für Herzerkrankungen zu minimieren. Auch hilft es gegen Arteriosklerose, gegen Demenz und sogar gegen Krebs. Zu all dem gibt es authentische Studien. Die gesättigten Fettsäuren in der Kokosnuss sind wie alle gesättigte Fettsäuren, sofern sie von Bioprodukten stammen, sogar sehr gesund, auch wenn die Industrie uns jahrelang das Gegenteil weismachen wollte, um ihre künstliche Margarine verkaufen zu können. Längst aber ist bekannt, dass diese Mär einer genaueren Studie nicht standhalten konnte. Tatsächlich halten gesättigte Fette den Triglyceridspiegel niedrig, während Kohlenhydrate diesen erhöhen. Weshalb wir eher auf diese verzichten sollten, statt auf die gesättigten Fettsäuren in der Kokosmilch zum Beispiel, und dazu würde sich eben die ketogene Ernährung sehr gut eignen. Von der gesunden Kokosmilch jedoch kann man nie genug verzehren. Und da wir jetzt wissen, wie einfach und super günstig man diese selber herstellen kann, sollte uns nichts mehr daran hindern, diese so oft wie möglich in den täglichen Speiseplan zu integrieren. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann abonniert meinen Kanal und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebe Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.